Am 31. Januar 2009 fand der ISOTEC U10 Hallencup in der Sporthalle der IGP in Paffrath statt. Gastgeber SV Bergisch-Gladbach 09 begrüßte 9 Teams aus der Region zu diesem Turnier im 100. Jubiläumsjahr des Vereins. Bevor das eigentliche Fußballturnier begann, durften wir einen Blick in die Kabine der Bergisch-Gladbacher Mannschaft, Jahrgang 1999, werfen. Wir sollen ganz viel Spaß haben und alle richtig viel kämpfen. Ich möchte, dass wir das Turnier gewinnen, nicht als Einzelspieler, sondern als Mannschaft. Ja, wir sollen unser Spiel machen, wie wir es die ganzen Wochen vorher auch gemacht haben, ne? Spiel schön breit machen, Abstand stehen, den Ball nicht titschen lassen, komm Mann sein. Und vor allem spielen und Spaß haben, ne? Das, was ihr könnt. Ne? Ja. Euer Passspiel aufziehen. Ne? In den ersten Spielen, in den letzten Turnieren hat es ja nie geklappt. Ne? Heute müssen wir von Anfang an wach sein. Wir gehen jetzt gleich raus, machen uns ordentlich warm. Ja, Niklas übernimmt das. Und dann gewöhnt ihr euch an den Hallenboden. Und dann geht's gleich los. Wir begrüßen euch zu 100 Jahren SV Bergisch-Gladbach 09. Ein Jubiläumsturnier der U10 Hallencup, gesponsert von der ISOTEC. Neben dem Gastgeber aus Bergisch-Gladbach mit dabei in der Gruppe A, Fortuna Düsseldorf, die Jugendfußballschule aus Hennef, Wattenscheid 09 und Sportfreunde Troisdorf. In der Gruppe B, FV Wiel 2000, Hamborn 07, Rot-Weiß Oberhausen, Deutz 05 und Sportfreunde Siegen. In der Vorrunde und dem Viertelfinale sahen die Zuschauer viele und vor allem schöne Tore. Hier eine kleine Auswahl. Das 1:0 für die SV Bergisch-Gladbach 09. Torschütze der Spieler mit der Nummer 9, Jakub Bedarczyk. Das war das 1:0 für den FV Wien 2000. Torschütze der Spieler mit der Nummer 7, Vincent Stoffel. Jetzt Feuer! Das 1:0 für Fortuna Düsseldorf durch den Spieler mit der Nummer 3, Rina Retzner. Hüseyin Düzgün mit der Nummer 10 macht es 1:0 für die Sportfreunde aus Siegen. Das war das 1:0 für die Fortuna aus Düsseldorf. Torschütze des Spielers mit der Nummer 8, Sven Neumann. Rina Retzer mit der Nummer 3 erzielt das 3:1 für Düsseldorf. Das war der Ausgleich durch die Nummer 10, Hüseyin Düzgün. Das war das 1:0 für den FV Wiel, Torschütze der Spieler mit der Nummer 9, Niklas Gutschner. Und diese vier Mannschaften kämpften sich bis ins Halbfinale. Zuerst musste der SV Bergisch-Gladbach 09 gegen Hamborn 07 antreten. Das war das 1:0 für Bergisch-Gladbach 09, Torschütze der Spieler mit der Nummer 9, Jakub Bedarczyk.
spielen mit 1:0 für SV Bergisch-Gladbach. 0-9, somit haben wir den ersten Finalteilnehmer. Und Hamburg 07 spielt um Platz 3. Im zweiten Halbfinale hatte der FV Wiel 2000 mit Fortuna Düsseldorf eine schwere Aufgabe vor sich. Fortuna Düsseldorf erhöht auf 2:0. Das war der Anschlusstreffer für den FV Wien, erzielte das 1:2. Der Spieler mit der Nummer 9, Niklas Gutschian. Fortuna Düsseldorf erhöht auf 3:1. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 10, Mika Hunrath. Mal kurz drehen, junger Mann. Die Nummer 8 erhöht auf 4:1. Sven Neutmann. Das Spiel endet 4:1 für Fortuna Düsseldorf. Das kleine Finale gewann der FV Wiel und sicherte sich damit Platz 3. Das war das 1:0 für den FV Wiel. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 5, Dominik Bilogrevic. Das war das 2:0 für den FV Wiel. Durch den Spieler mit der Nummer 7, Vincent Stoffel. Das war der Anschlusstreffer durch den Spieler mit der Nummer 11, Justin Kuchenbecker. Und Justin setzt sich nicht lumpen, der Ausgleich. 2:2. Das war das 3:2 für den FV Wiel. Eine Minute vor Schluss, Dominik Bilogrevic. Somit endet das Spiel um Platz 3. 3:2 für den FV Wiel. Im Finale standen sich dann der SV Bergisch-Gladbach 09 und die Fortunen aus Düsseldorf gegenüber. Das war das 1:0 für SV Bergisch-Gladbach 09 durch den Spieler mit der Nummer 9, Jakub Bednarczyk. Das war das 2:0 für die SV Bergisch-Gladbach 09. Der Spieler mit der Nummer 9, Jakub Bednarczyk. Endstand in einem spannenden Finale. 2:0 für Bergisch-Gladbach 09. Auf jeden Fall, jeder
Wichtigste das war, dass wir eine Mannschaft sind und zusammen gewonnen haben. Und nicht jeder Einzelgänger. Das war das Wichtigste. Eigentlich nur Team. Immer zusammen. Immer zusammen? Klar. Und Spaß haben. Das ist für die Eltern und dass wir die Turniere gewinnen, ist für die Eltern und für die Trainer. Weil die immer mitkommen. Und wie lange wollt ihr mit der Truppe hier noch zusammenspielen? Für immer. Und die ganze E! So, ich habe jetzt den Hut auf. Ich komme nämlich direkt aus der Kamerasitzung. Ich hatte meinen Anzug im Auto, ich wollte mich umziehen. Aber da wir hier eine Kamera hochgekommen sind, hat der Ralf Büsch gemeint, die ganzen jungen Sportler hier, die so einen hervorragenden Fußball gespielt haben, die kommen alle aus Kameras hochgekommen, die haben wir dann auch. Und da darfst du auch in voller Manier auftreten. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich ziehe den Hut aus und verneige mich von eurer sportlichen Leistung. Also ich meine, ich habe schon viele jugendliche Turniere gesehen, aber was ihr an den Tag legt, das ist schon spitze. Und da ist auch ein Applaus wert. Und ich freue mich besonders, also das ist kein Torwart, das ist eine Torwärtin, eine Torfrau. Die ist sowas von überzeugend gewesen heute, hat so eine perfekte Leistung gebracht, die ist von allem einstimmig wirklich gewählt worden. Und dann habe ich noch die Christin Kose nach Hause bitten und darf sie den Pokal für die beste Torfrau auf den Mann geben. Geschlagen in der Vorrunde und die Jungs haben Gas gegeben. Ja. Was hat der Coach euch denn vor dem Finale vor dem Großen gesagt? Eigentlich nicht so viel. Hat er ganz auf euch vertraut, dass ihr das alleine schafft? Ja. Und wir sollten Spaß haben, jede Menge. Und habt ihr Spaß gehabt? Ja! Hey, 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 hey!